Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Einblick, der Sendung der Medienwerkstatt Linz. Wir haben auch diesmal wieder ein abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. Den Inhalt dieser Sendung und weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.medienwerkstatt-linz.at. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Senioren machen Radio auf Radio Froh 105,0. Sie hören jetzt im Programm von Radio Froh die Sendung Radio für Senioren live aus dem Seniorenzentrum Franz Hillinger in der Karstraße in Urfa. Gesprächspartner von Walter Zielinger sind Heimbewohner und die Mitarbeiter Alexandra Kiss, Magister Dr. Walter Oellinger und Maria Stadler. Technik der Sendung Andreas Wahl, Regie Ewald Hafner. Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich wie man mag, auch bis zum hellen Tag. Zwar langweile ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Indes, was mir als Wirt steht frei, doch ich bei Gästen nicht. Das war die Stimme von Frau Kammersänger Brigitte Fassbender. Ich lade mir gerne Gäste ein, singt Prinz Orlowski im zweiten Akt der Operette Die Fledermaus von Johann Strauss. Radio Froh hat das Studio heute von der Kirchengasse in Urfa hierher verlegt in den Saal. Und der Geschäftsführer von Radio Froh, Andi Wahl, ist auch unser technischer Leiter. Er sitzt ganz links neben mir. Neben mir sitzt Kollege Walter Wahlmüller, der die Einleitungsworte gesprochen hat und im Laufe der Sendung wieder zu hören ist. Und ganz rechts am Tisch Kollege Ewald Hafner, der Regie führen wird, damit die Gesprächspartner rechtzeitig bei mir hier am Tisch Platz genommen haben. Als Gestalter und Moderator begrüßt Sie Walter Zielinger. Ich bin Tagesverantwortlicher für den Donnerstag und als Obmann des Vereines Radio für Senioren und Seniorinnen auch der Koordinator für das gesamte Programm des Radio für Senioren. Wir haben für Sie ein buntes Programm vorbereitet. Die Heimbewohner haben uns bei der Auswahl der Musiknummern geholfen. Dafür danke. Und die Idee zu dieser Sendung hatte Frau Alexandra Kiss. Die hat neben mir Platz genommen und ist auch gleichzeitig meine erste Gesprächspartnerin. Ich habe erfahren, Sie sind ja zuständig speziell für die freiwilligen Mitarbeiter in den Seniorenzentren, also hier im Seniorenzentrum Franz Hillinger. Genau. Jetzt seit circa 3 Jahren da im Seniorenzentrum Hillinger tätig. Und meine Aufgabe darin ist eben die Koordination von freiwilligen Mitarbeitern. Ehrenamtliche oder freiwillige Mitarbeiter sind derzeit ca. 40 bei uns im Haus. Und was machen eigentlich so freiwillige oder ehrenamtliche Mitarbeiter? Frau Kiss, darf ich gleich einmal unterbrechen. Freiwillige, wer sind denn die Freiwilligen? Freiwillige sind bei uns, ich sage einmal, ca. zu 60% Asylwerber. Der Rest sind sehr viele Senioren, die in ihrer Freizeit gerne was Sinnvolles machen möchten. Und wenn Sie an Freiwilligen fragen, dann würde ich Ihnen sicher sagen, dass die Arbeit eine sehr wunderschöne ist, wo man sehr, sehr viel zurückbekommt. Und die meisten, die Sie ehrenamtlich betätigen, würden Ihnen das bestätigen. Jetzt gibt es noch etwas, das war ein Freizeitprogramm, das Sie gestalten. Genau, es gibt jeden Tag von Montag bis Freitag, Vormittag und meistens Nachmittag ein spezielles Programm. Das sind zum Beispiel Gymnastikstunden, Gedächtnistrainingstunden, eben Singrunden, Gesprächsrunden. Und das ist nur für Heimbewohner oder kann da auch jemand von auswärts kommen und kann sagen, das gefällt mir, ich war da mal dabei, ich habe da mal zugeschaut und ich habe mal das erfahren, dass es gibt, kann man da auch kommen? Es ist jeder herzlich eingeladen, besonders spürt man das am Freitag, da haben wir im Haus das öffentliche Marschall-Café, nennen Sie das. Da sind auch von angrenzenden Häusern gerne Gäste da. Da ist eine Kaffeeaussituation eben hier im Festsaal und man kann da Kuchen, Kaffee, Eiskaffee erwerben und sie einfach austauschen und plaudern. Danke und ich glaube, dafür verdient einmal die Frau Kiss einen Applaus. Applaus
Frau Sidonia Maria Anna Duftschmidt vom Zimmer 101 hat sich die Arie Ombra My Flu aus der Oper Xerxes von Georg Friedrich Händel gewünscht. Wir hören die schöne Stimme des Tenors Rudolf Schock. Rudolf Schock wurde am 4. September 1915 in Duisburg geboren und starb am 13. November 1986 in Düren. Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in der Partnerstadt von Linz, Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt geboren und starb am 14. April 1759 in London. Er war ein Komponist in der Barockzeit und lebte lange Zeit in Irland und England. Er schrieb 42 Opern und Oratorien. Bekannt vor allen Dingen ist der Messias mit dem weltbekannten Chor Halleluja. Zwei große Komponisten feiern 2013 den 200. Geburtstag, Richard Wagner und Giuseppe Verdi. Es freut mich ganz besonders, dass Frau Helga Spannbauer aus dem Hillingerheim hier von Giuseppe Verdi das Trinklied aus der Oper La Traviata ausgewählt hat. Bevor wir diese wohl bekannteste Melodie von Giuseppe Verdi hören, ist Frau Spannbauer rechts neben mir meine Gesprächspartnerin. Ich wollte Sie nämlich fragen, was haben Sie selbst mit Musik gemeinsam? Sie singen gerne, habe ich gehört. Ja, ich singe gerne und war mit meinem Mann in vielen Opernaufführungen. Singst du mit? Wenn die Oper gespielt wird, irgendwo im Fernsehen oder am CD-Player? Ja, daheim, ja. Und bevor ich jetzt mit der Frau Stadler, die neben mir Platz genommen hat, das Gespräch führe, Sie sind die Küchenchefin hier im Hillingerheim. Gibt es bei euch auch ab und zu Probleme? Ja, selbstverständlich, wie überall. Merken das die Leute, die ich aus Essen kriegen? Nein, die merken das nicht. Bis das die am Teller haben, ist das schon vorbei. Das heißt, es ist entweder warm oder kalt oder es ist also auf alle Fälle alles so, wie es sein sollte. Was gibt es noch heute zum Essen? Kotelett mit Kroketten und Gemüseläppchen mit Kräutersauce. Das ist aber nicht alles. Was ich gesehen habe, gibt es also mehrere Varianten. Also der das nicht essen möchte, kriegt was anderes. Ja, dann kann er noch oben Palatschinken, Kaiserschmarrn, Sämischmarrn, Knödel, süße Knödel, Würstel. Es gibt ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Frau Stadler, vielen Dank fürs Gespräch. Wünsche alles Gute und wünsche vor allen Dingen, dass niemand unzufrieden ist und immer sagt, es gibt ein gutes Essen im Hillingerheim. Dankeschön. Ein Lied gesungen von Semino Rossi hat sich Frau Hildegard Meierhofer gewünscht. Ist sie da? Nicht da, dann hört sie es. Ja, sie ist da, sie hat aufgezeigt. Ja. Ihr Wunschlied haben wir leider nicht gefunden, muss ich mich gleich einmal entschuldigen. Aber dich gibt es noch einmal für mich, das war unmöglich aufzutreiben. Aber wir haben ein anderes schönes Lied von Semino Rossi ausgesucht, Alle Rosen dieser Welt. Du warst da, als ich dich brauchte. Jeden Tag und jede Nacht. Herr Dr. Walter Oehlinger ist der Chef des Hauses, der Leiter des Seniorenzentrums Franz Hillinger, der hat neben mir Platz genommen. Walter Oehlinger, wie wurden Sie denn so zum Leiter dieses Seniorenzentrums? Wie war Ihre Laufbahn? Meine Laufbahn? Ich war ein Linzer Schüler, ein fauler Linzer Schüler und mir ist es trotzdem irgendwie gelungen, dann im Bundesoberstufen-Realgymnasium in der Honauerstraße, das sehr verrufen war, die Matura zu schaffen und habe dann bei der Stadt Linz begonnen in der Stadtforschung, hat mich sehr interessiert und über verschiedene andere Stellen, Magistratsintern, habe ich mich dann beworben für diese Stelle, die war ausgeschrieben und hatte halt das Glück,
dass ich dann den Zuschlag bekommen habe. Diese Bilder, die Sie da sehen, ist entstanden aus einer Aktion, die wir gemeinsam mit den Mitarbeitern gemacht haben. Wir haben ein Leitbild entwickelt und Leitbilder muss man malen und nicht schreiben. Und das sind die Werke der Mitarbeiter im Haus, die Sie hier sehen. Kann man sich diese Bilder auch anschauen, wenn man nicht im Haus wohnt oder hier jemanden besuchen möchte? Ja, wir bitten darum. Wir haben die Ausstellung auch beschildert und das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Bewohnerinnen und wir sind auch froh, solche kreativen Menschen hier zu haben. Herr Oellinger, unser nächstes Musikstück heißt Die Reblaus, gesungen von Hans Moser. Das ist ein Wunsch von Frau Hilde Haberl. Ist sie da? Jawohl, die Frau Haberl ist da, das werden Sie als nächstes hören. Aber bevor wir den Herrn Oellinger entlassen in den Saal hinein, die Reblaus, da geht es um den Wein. Trinken Sie gerne Wein? Trinke auch gerne Wein und der Hans Moser, ein fantastischer Schauspieler und volksnaher Mensch, hat das auch getan und ich glaube, er mag auch den Weltliner, den mag ich auch. Ich weiß nicht, was das ist, ich trinke so gern ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder ein Sonntag sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einem Fleckerl. In einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm. Doch ich bin selig dort und ich weiß warum. Ich muss in früheren Leben eine Reblaus gewesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tut den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den Roten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die Reblaus, gesungen von Hans Moser. Der Volksschauspieler Hans Moser hieß eigentlich Johann Julia, hat man auch zum Teil Französisch ausgesprochen. Und er wurde am 6. August 1880 in Wien geboren und starb am 19. Juni 1964 ebenfalls in Wien. Wir sind im Seniorenzentrum Franz Hillinger und ich glaube, dass nicht alle unsere Hörer wissen, wer Franz Hillinger war. Und das wollen wir Ihnen jetzt in den nächsten Minuten erzählen. Wir älteren Linzer erinnern uns noch gerne an den Volksbürgermeister Franz Hillinger, nachdem dieses Seniorenzentrum in der Karstraße in Urfa benannt ist. Am 17. November 1969 wurde er als Nachfolger von Theodor Grell zum Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz gewählt. Hillinger war einer der populärsten Bürgermeister der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Er trug stets eine Fliege und wurde deshalb von den Linzern mit dem Spitznamen Marschall Franz bedacht. Bürgermeister Franz Hillinger starb nach langem Leiden am 10. Mai 1991 in Linz. Der Musikwunsch von Magister Dr. Walter Oellinger, What a Wonderful World, gesungen von Louis Armstrong, folgt nun. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, What a Wonderful World ist der Titel eines Liedes, das von George David Weiss und Thiele unter dem Pseudonym George Douglas speziell für Louis Armstrong geschrieben und am 1. Januar 1968 von Louis Armstrong auf einer Single veröffentlicht wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nähern uns leider schon wieder langsam, aber mit großen Schritten dem Ende der Live-Sendung aus dem Seniorenzentrum Franz Hillinger in Linz-Urfa. Aber wir kommen wieder. Ich möchte Ihnen gerne die letzte Musiknummer auch so lange wie möglich spielen, darum auch jetzt gleich unsere Schlussworte. Sie hörten heute im Freien Rundfunk Oberösterreich Radio Froh, im Freien Radio Freistadt und Freien Radio B138 Kirchdorf an der Krems eine Sendung des Radio für Senioren. Live aus dem Seniorenzentrum Franz Hillinger in Linz-Urfa.
Fürs Zuhören und Zuschauen danken die Gestalter der Sendung Peter Müller, Andreas Wahl, Ewald Hafner, Walter Wallmüller und Walter Zielinger. Zum Abschluss, wir beginnen fast so, wie wir begonnen haben, hören Sie die Fledermaus-Quadrille von Johann Strauss. Set me free.
think I'm making by just hanging round. I know that I should have some fun back to town. Well, I've seen fools, let's blind and just can see. Sono degli amici che ti aspettano. Mancavi solo tu. Thank you.
Der hypnotisierende Rhythmus überragte die eigenen vier Wände, indem er sie mit Vokalen, Konsonanten, Kommas und Punkten durchlöcherte. Fasziniert von dieser magischen Olivetti-Letterer 32, die die Gedanken in Worte umwandelte, schaute ich stundenlang meinem Bruder zu, der mechanisch auf der Tastatur hängt. Ich war 6 Jahre alt. Es war das Jahr 1973 und er schrieb seine Diplomarbeit über den Erfolg von Edgar Allan Poe in Europa, dank Baudelaire, der einige der Werke Poes übersetzt hatte. Das alles wusste auch Igor, der Spatz, den mein Vater von der Arbeit nach Hause gebracht hatte, nachdem er ihn unter einem Baum des an seinen Arbeitsplatz angrenzenden Gartens aufgelesen hatte, den mein Bruder adoptierte und der die ganze Zeit zusammengekauert auf seiner Schulter saß. Brunnen ohne Boden, Pendel, Bestattungen bei lebendigem Leib und strahlende herausgerissene Zähne, verhexte Häuser und beunruhigende Porträts, seltsame Wesen, die jemanden lebendig einmauern und dabei anstoßen, regten meine Fantasie an und verwandelten langsam meinen Bruder in den verfluchten Dichter und seinen Spatz in den schwatzhaften Raben. Der Fernseher erhellte mit seinem abwechselnden Schwarz-Weiß-Blinken das Zimmer meiner Eltern, die eingenickt waren. Und ich, nachdem ich es geschafft hatte, in ihrem warmen und beruhigenden Bett zu bleiben, nutzte die Gelegenheit, umzuschalten, und so stießen meine Fantasien mit den Visionen von Corman zusammen, der, noch bevor ich geboren wurde, die literarischen Delirien meines geliebten verfluchten Autors auf Film gebannt hatte. Als Schwarz-Weiß der Farbe den Vortritt ließ und meine Figuren sich rot färbten, stand ich recht schwer am Morgen auf, um zur Schule zu gehen. Aber der Umstand, dass ich anstelle von Mathematik unter der Bank H.P. Lovecraft lesen würde und mit meiner Italienisch-Professorin die Gedichte von Jim Morrison und die Texte von William S. Burroughs diskutieren würde, war für mich Anwesenheitsgrund genug. Rapidograph, Bleistifte und Farben hatten bis zu dem Moment auch mein Leben gekennzeichnet und lagen kreuz und quer in jedem Raum des Hauses, wo mein anderer Bruder, während er die Beatles hörte, mit Begeisterung die Figuren von Walt Disney zeichnete und noch weitere dazu erfand. Kannibalische Metropole siegt über die erstickende Kleinstadt. Der Preis um Bauhaus, Weimar, Dada, Duchamp, Magritte, Melino, Replikantenfreunde, Feldtheorien, Theorienfelder des Geistes, des Körpers und der Lust kennenzulernen. Kaffee für 3 Personen aufzusetzen, 4 Teelöffel weißer Zucker in einem Glas, beim Austreten der ersten schwarzen stimulierenden Tropfen mit dem Zucker vermischen und gut umrühren, bis man eine cremige beige Konsistenz erzielt. Den Rest des in der Zwischenzeit übergelaufenen Kaffees einschenken, vorsichtig umrühren, bis der weiche und süße Schaum an die Oberfläche steigt. Ein Kaffee nach dem anderen. Bildtafel nach der anderen, eine Nacht nach der anderen, bevölkert von Busenfreunden, staubigen Dämonen und zerstörenden Lieben, eine Prüfung nach der anderen, ein Kaffee nach dem anderen, ein Wettbewerb nach dem anderen, ein Logo nach dem anderen, eine Realität nach der anderen, eine neue begriffliche und körperliche Grenze, die es zu überschreiten gilt. Heute öffne ich ein Buch und dessen Seiten erscheinen mir wie ein Bildschirm, wohin mein Geist die Bilder projiziert, die aus den tiefsten Abgründen kommen, und draußen duften die Blumen meines Gartens nach Edgar Allan Poe.
schon den ganzen Tag nicht gut drauf. Mir fliegt die Welt heute um die Ohren und das Leben nimmt so seinen Lauf. Ich wollte zu dir gehen und blieb doch auf halbem Wege stehen. Schick dir die Engel hinterher, weil du fehlst mir doch so sehr. Ich bin traurig und irgendwie schon den ganzen Tag nicht gut drauf. In allen Ecken meiner Träume such ich dich. Ist das die Liebe? Ist das die Liebe? Bist das du? Bist das du? Ist das die Liebe? Ist das die Liebe? Bist das du? Bist das du? Weil ich bin traurig. Ganz allein, verbring die Tage und die Nächte irgendwie. Und ich warte und warte, doch es passiert nie. Es wirft mich hin und her, und alles fällt mir ziemlich schwer. So kann's nicht weitergehen, ich werde mal zu dir rübergehen. Ich bin traurig und irgendwie schon den ganzen Tag nicht gut drauf. In allen Ecken meiner Träume such ich dich. Ist das die Liebe? Ist das die Liebe? Bist das du? Bist das du? Ist das die Liebe? Ist das die Liebe? Bist das du? Ist das du? Ist das die Liebe? Ist das die Liebe? Bist das du? Ist das du? Ist das die Liebe? Ist das die Liebe? Bist das du? Bist das du? Weil ich bin traurig und irgendwie schon den ganzen Tag nicht gut drauf. Mir fliegt die Welt heute um die Ohren und das Leben nimmt so seinen Lauf. Ich wollte zu dir gehen und blieb doch auf halbem Wege stehen. Schick dir die Engel hinterher, weil du fehlst mir doch so sehr. Ich bin traurig und irgendwie schon den ganzen Tag nicht gut drauf. In allen Ecken meiner Träume such ich dich. Der Erste Weltkrieg ist plötzlich ein Riesenthema, 100 Jahre nach seinem Ausbruch. Dabei müssen wir sagen, und es sitzen ja einige Historikerinnen und Historiker hier im Saal, dass meine Generation, die in die Ausweitung der Universitäten hineingewachsen ist und die Lehrkanzeln und Assistentenstellen der Zeitgeschichte besetzen konnte, eigentlich den Ersten Weltkrieg nicht wirklich im Fokus gehabt hat für viele Jahrzehnte, weil uns die Auseinandersetzung mit der Generation, die die Nazis waren, so wichtig waren, weil uns der Blick auf den Monolith Auschwitz, der da steht, den Blick hinter Auschwitz, also in den Ersten Weltkrieg ein wenig verstellt hat. Ich habe
meine eigene Entwicklung im historischen Schreiben geht also den seltsamen Weg, dass man mit dem Zweiten Weltkrieg anfängt und vor dem Ersten Weltkrieg endet. Hat es noch keine Handys gegeben, aber die technische Entwicklung zum Ersten Weltkrieg werden wir das eine oder andere auch also heute im Laufe des Abends noch zu sagen haben. Dieser Blick zurück, jeder Mensch probiert, wenn er sich der Geschichte zuwendet, sich die Frage zu stellen, was hat die Geschichte mit mir zu tun? Mit mir hier und jetzt, hier und heute. Ja? Und von da geht der Blick zurück. Und wenn man dann auf eine Riesenmonolith, auf den Hinkelstein Auschwitz stößt, dann kann man, sieht man nicht drüber sozusagen. Das braucht einige Zeit und es braucht einiges an Ringen darum. Bei Rudi Adler ist vielleicht anders, weil er schon sehr früh in der Zeit um den Ersten Weltkrieg auch wirklich geforscht hat und dort seinen Schwerpunkt gehabt hat. Aber für mich und viele aus meinem Umfeld war also der Zweite Weltkrieg so viel zentraler, so viel wichtiger als der Erste Weltkrieg. Dabei, und das sehen wir heute ganz klar, kann man den Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht den Ersten Weltkrieg mit in Betracht zieht. Man kann das ganze 20. Jahrhundert nicht verstehen, wenn man den Ersten Weltkrieg nicht mit in Betracht zieht. Und ich denke, man kann den Ersten Weltkrieg nicht verstehen, wenn man sich nicht klar macht, wie die Menschen heute vor 100 Jahren, Jahr 1913, vor dem Kriegsausbruch, in welcher Welt sie gelebt haben, was für sie prägend war, welche Erwartungshaltungen, welche Hoffnungen, welche Wünsche, welche Träume, welche Zukunftsperspektiven die Menschen damals gehabt haben. Man muss nicht unbedingt Ilias lesen und andere Bücher, die manchmal auch durchaus fehlerhaft das Jahr 1913 jetzt also besonders in den Mittelpunkt stellen. Aber man sollte sich doch vor Augen rufen, dass die Generation, die im Jahr 1913 40 war, vielleicht 50 war, deren Kinder gerade die Schulausbildung durchlaufen haben, zu studieren begonnen haben, dass die Generation der damals 50-Jährigen keine eigene Erinnerung an einen Krieg mehr gehabt hat. Der letzte Krieg, der im österreichischen Bewusstsein sozusagen sich verankern konnte, war Königgrätz. Ja? Bis heute sozusagen ein dramatisches Ereignis. Königgrätz, das wir über den Fußball zu revidieren versuchen, Rache für Königgrätz in Cordoba und alles, also heute präsent, ja, auch noch im Bewusstsein, auch im Sprachgebrauch der Menschen. Aber wenn einer 50 war, dann war er ein Kleinkind, ein Baby in der Zeit von Königgrätz, hat nichts mitgekriegt. Das heißt, die Generation der Eltern und der damaligen jungen Männer und Frauen hat vor dem Ersten Weltkrieg überhaupt keine Vorstellung, was ein Krieg bedeutet. Wenn der Großvater vom Krieg erzählt hat, dann war Königgrätz noch eine sozusagen die klassische Schlacht, sozusagen wie ein Match. Ja? Man geht hinein und es ist in wenigen Stunden entschieden. Man hat gewonnen oder verloren. Und es gibt ein Schlachtfeld, ja? Und es gibt also in diesem Schlachtfeld Positionen, man schießt aufeinander und wer am Ende noch steht, ist Sieger. Und das ist am nächsten Tag aus und man kann genau sagen, ihr habt es gewonnen, daher habt ihr Anspruch auf das, wir haben verloren, daher müssen wir diesen Teil unseres Landes abgeben. Keine Ahnung, was Krieg bedeuten könnte. Krieg ist, wird gesehen als Initiationsritus für die jungen Männer, die sagen, juhu, ein Krieg ist eigentlich was Tolles, das erste Abenteuer, gehen wir in den Krieg hinein und dann kommen wir zurück und die Mädchen und Freundinnen werden uns also freudig in die Arme schließen und wir sind sozusagen durch das Stahlbad gegangen und endlich echte Männer geworden. Was die Generation nicht wissen, nicht sehen konnte, ist, was Menschen nie erkennen in der Zeit, in der sie leben, dass es nicht die großen Brüche, die großen Veränderungen sind, die das ganze Leben umkrempeln, sondern dass es die Dynamiken in sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Entwicklungen sind, die unsere Menschheit, also die das Leben der Menschheit grundsätzlich umformen und grundsätzlich beeinflussen. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Jahre zwischen Königgrätz
österreichisch-ungarischen Ausgleich und Ersten Weltkrieg, Jahre einer extrem beschleunigten Modernisierung, einer extrem beschleunigten sozusagen modernen Welt geworden sind, in die die Menschen hineingewachsen sind. Man kann es vielleicht vergleichen mit ein bisschen mit der Gegenwart, obwohl dieser Vergleich sehr gefährlich ist, aber auch bei uns hat man irgendwie das Gefühl, dass man sozusagen seit 1945 eigentlich eine lange Zeit, wir wissen alle nichts, ich selber habe keinen Krieg erlebt, ich bin Jahrgang 1948 und es hat sich nichts geändert und so. Und in Wahrheit, schauen Sie nur einmal allein auf die Informationstechnologie hin, was sich da geändert hat, also wie sich die Welt auch in den Generationsbeziehungen, in den Geschlechterbeziehungen, in all dem verändert hat. Und eine ganz andere Welt ist als die Welt von 1945. Ich sage meinen Studierenden oft, stellt euch einmal vor, mein Vater, Jahrgang 1913, gestorben 1969, hat bei seiner Geburt in der Habsburger Monarchie gelebt, dann in der Ersten Republik, dann im Deutschen Reich und dann in der Zweiten Republik. Außer im Zweiten Weltkrieg hat er das Lavantal nie verlassen. Aber er war Staatsbürger mit allen Brüchen in 4 verschiedenen Staaten dieser Welt. Aber wie er geboren worden ist, war das österreichische Eisenbahnnetz fertig, es war die Schreibmaschine erfunden, das Telefon. Und wie er gestorben ist, hat er noch mit der gleichen Schreibmaschine, mit dem gleichen Telefon und mit den gleichen Schienen gefahren. Das heißt, die gesellschaftlichen Änderungen und gleichen Familienbild, patriarchalisch und was weiß ich, was immer, die Veränderungen, die er politisch erlebt hat in der kurzen Zeit, waren dramatisch, aber die Änderungen, die er gesellschaftlich erlebt hat, waren eigentlich sehr langsam. Ich hingegen, ja, jeder kann sagen, der Mensch fährt in der Welt um. Letzte Woche war ich in Armenien, vorletzte Woche war ich da und so weiter. Und Unterricht in Amerika. Aber im Prinzip habe ich keinen politischen Wechsel erlebt. Ich war immer österreichischer Staatsbürger. In meinem steht immer Geburtsort Wolfsburg. Wolfsburg ist immer in Österreich gelegen, nie irgendwo anders. Aber meine Umwelt hat sich dramatisch verändert. Meine Kinder sind technisch kompetenter als sie. Die Geschlechterbeziehungen haben sich geändert, die Generationsbeziehungen, vieles. Das heißt, so muss man sich auch 1913 vorstellen, dass die Änderungen, die in dieser Gesellschaft vor sich gegangen sind, so dramatisch waren, aber von den Menschen selber nicht so empfunden worden sind, weil die großen politischen Einschnitte, von denen man in der Schule lernt, wenn man es einprägt, jetzt haben wir neue Grenzen, eine neue Staatsbürgerschaft, einen neuen Pass, einen neuen Herrscher, eine Revolution oder irgend sowas, dass das sozusagen nicht stattgefunden hat. Und das ist, macht sozusagen diese Ambivalenz dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg aus. Damit man versteht, was die wesentlichen Punkte dieses Wandels waren, der dann letztlich hin zum Krieg führt und in eine ganz andere, neue Kriegserfahrung führt, möchte ich in ein paar Punkten aus einem älteren Text von mir zusammenfassen, was denn nun Moderne heißt. Also was ist das jetzt für eine neue Gesellschaft? Was sind die Merkmale? Was ist anders 1913 zur Zeit von 50 Jahren vor 1913 oder 40 Jahre vor 1913. Einschränkend muss man dazu sagen, dass all das, was man über gesellschaftlichen Wandel erzählt, ist auch heute so, Modernisierung, natürlich nicht überall und nicht gleichzeitig erfolgt. Es ist so, dass Modernisierung, ich sage es einmal, in St. Gertrud im Lavantal etwas langsamer geht als in Wien. Ja, auch Familienbeziehungen sich langsamer ändern, ältere Strukturen bewahrt bleiben. Wir sprechen von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Aber um diesen Prozess der Moderne, den wir dann für das Verständnis des Kriegs brauchen, zu erfassen, ist es mir wichtig zu sagen, die Modernisierung als Bewegung, die in eine moderne Gesellschaft führt, ist zumindest schon hegemonial. Das heißt, wenn man eine Gesellschaft anschaut, sieht man diese modernen Strukturen. Man sieht bis heute und überall auch vormoderne, antimoderne, postmoderne und sonstige Strukturen herum. Aber das Wichtige ist, dass sozusagen im Kern der Gesellschaft erkennbar ist, sie ist eine moderne Gesellschaft geworden. Ich habe das in sieben Punkten im Aufsatz von mir zusammengefasst und ich möchte diese 7 Punkte kurz sagen, um das Verständnis zu wecken, wie das dann mit dem Krieg zusammensetzt. Erstens sind moderne Gesellschaften, und das ist bis 1867 nicht so klar, gekennzeichnet von industriellen Gesellschaften für Wachstumsdenken und für Entfremdungsprozesse. Das heißt, es entsteht eine Industriegesellschaft. Schauen Sie sich zum Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele aus einem Buch, das der Kollege Schuster zitiert hat,
entstehende Arbeiterklasse in Oberösterreich, Steyr an, ja, wo die Kleineisenindustrie bis 1867 im Wesentlichen schon auch Waffen, aber vor allem Messer und Sensen und so weiter erzeugt hat. Und nach der Niederlage in Königgrätz entsteht dort die größte Waffenschmiede Kontinentaleuropas, die Werndl-Werke. Und Steyr hat eine Mehrheit an nicht deutsch sprechender Bevölkerung, weil die Menschen dorthin gehen, dort gibt es Arbeit. Die große neue Industrie entsteht, die Werndl-Werke, die also die größten Waffenproduzenten dieser Zeit sind. Es entstehen sozusagen die Menschen, es entsteht diese Industrielandschaft in Österreich. Und also moderne ist gekennzeichnet von Industrie, obwohl man natürlich sagen muss, 1913 ist noch mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Das ist diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Aber trotzdem ist Österreich schon Industriestaat, weil man gerade auch nach der Niederlage in Königgrätz die Industrialisierung entscheidend vorantreibt. Zweitens, politisch ist die Moderne gekennzeichnet durch demokratische Modelle, die sich weitgehend durchgesetzt haben, und es werden aufklärerische Ideale realisiert. Stimmt für Österreich nicht ganz hundertprozentig, aber 1907 wird das allgemeine Wahlrecht für Männer zumindest einmal erreicht. Frauen gibt es erst nach dem Ersten Weltkrieg, das ist ganz klar, das ist sozusagen dieser Nachhang, aber wir sind da gar nicht die Letzten, verglichen zu Schweiz, zu England, die das Frauenrecht ja auch noch sehr viel später einführen. Aber es ist die Idee der demokratischen Mitsprache. Es entstehen politische Parteien, es entstehen Lager, es entstehen Diskussionen, es entsteht zuerst das deutschnationale Lager, dann die Aufspaltung des Deutschnationalismus in eine, wenn man so will, konservative und eine sozialdemokratische Richtung und der fast Auslöschung auch des liberalen Lagers. Und wir haben diese Lagerbildung, diese politische Mitsprache einer breiten Öffentlichkeit, die in den 80er Jahren sich des vorvorigen Jahrhunderts sich zu formieren beginnt und eigentlich bis heute in den Nachwirkungen, schauen Sie sich den Lagerwahlkampf heute noch an, der vor der Tür draußen sich abspielt, auf Kernwählerschichten hin. Da war diese Herausbildung dieser Strukturen, also Grundlegung einer Parteienlandschaft eines demokratischen Modells. Drittens, in einer modernen Gesellschaft gibt es weitgehend ungehinderte horizontale und vertikale Mobilität, wobei die soziale Vereinheitlichung in manchen Bereichen mit Differenzierung in anderen Bereichen parallel laufen kann. In der Moderne kann ich mich bewegen. Ich kann von A nach B, ich kann in die Stadt gehen, ich bin nicht mehr leibeigen, muss niemandem Rechenschaft abgeben. Wenn ich glaube, dass ich in Wien besser lebe als in Müllviertel, dann übersiedle ich eben nach Wien und friste dort mein Leben und ich kann auf und ich kann absteigen. Es ist nicht mehr nur die Geburt, es ist nicht mehr nur sozusagen die starre Gesellschaft, die man in der Zwischenkriegszeit im Ständestaat wieder probiert hat einzuführen, aber im Wesentlichen sozusagen die Gesellschaft ist horizontal in der Bewegung und vertikal nach oben und nach unten offen geworden in der Moderne. Viertens, kulturell ist die Moderne aus einer von der Aufklärung abgeleiteten Säkularisierung und von einem zeitlichen Auseinanderdriften von Produktion und Konsumtion von Kunst gekennzeichnet. Moderne ist säkular. Die Entzauberung der Welt ist das Schlüsselwort. Man tauscht beispielsweise durch die moderne Medizin ein bisher ewiges Leben, dass sich noch im Tod weitergeht, mit der Heilserwartung gegen gesunde 65 Jahre, ja, im Schnitt ein. Das heißt also, der Tod wird sozusagen durch die Medizin in eine bestimmte Alterskohorte verlegt. Natürlich gibt es noch immer die Säuglings, aber die Medizin macht ihre Fortschritte, Kindbettfieber, Penicillin und all das, was dazukommt. Aber sozusagen die säkulare Welt ist eine andere als die religiös vertraute Welt, die also vorher existiert hat. Und die Kunst, die bis zur Moderne hin Auftragskunst ist, Klöster, Adel, Mäzene, ja, wird im Wesentlichen in der Moderne unabhängig, was also heißt, dass das, was Künstler produzieren, nicht mehr dem gefallen muss, der der unmittelbare Konsument ist. Und deswegen hängt auch unser Verständnis von moderner Kunst meistens ein paar Jahrzehnte hinter der Produktion nach. Und es wird als schön empfunden, was sozusagen Achille ist,
die ganze Abstraktion, wie immer, ist ja, oder denke ich an die Zwölftonmusik, ist ja nicht gerade begeistert aufgenommen worden, weil die Rezeption, also die Produktion und die Rezeption eben auseinanderfallen und das braucht dann einige Jahre oder Jahrzehnte, bis es rauskommt. Wissenschaftlich, und das ist der fünfte Punkt, geht es in der Moderne um Rationalität, Fortschrittsgläubigkeit, um die Dominanz der Naturwissenschaften und den Glauben an die Durchführbarkeit und Sinnbarkeit der jeweils nächsten Schritte. Alles ist machbar. Die Wissenschaft kann alles erreichen, kann Utopia bauen. Die Wissenschaft kann in den Menschen hineinschauen. Die Wissenschaft kann erkennen, wie man also im Einzelnen funktioniert. Die Wissenschaft, und wir werden beim Krieg dann das mit der Psychiatrie noch einmal sehr genau anschauen, was dann, das dann für Auswirkungen hat. Die Wissenschaft ist sozusagen das Steuerinstrument und die Naturwissenschaften sind die Leitdisziplin. Alles, was messbar, wägbar, klassifizierbar ist, ist richtig. Die weichen Wissenschaften, so wie wir sie betreiben, fallen dahingegen in der Moderne ab. Und man glaubt, dass jeweils der nächste Schritt gangbar ist. Die Postmoderne sagt beispielsweise, halt, Gentechnologie, da gehen wir nicht weiter. Embryonenforschung, Vorsicht. Die Moderne sagt, nein, sogar bis zur Atombombe, wenn man so will, bei Einstein, der sagt, it's scientifically sweet. Wissenschaftlich ist die Erkenntnis, was passiert im jeweils nächsten Schritt, noch immer sweet, ja? Auch wenn es in Hiroshima und in Nagasaki einige hunderttausend Menschen dann das Leben kostet. Das heißt also, diese Machbarkeit der nächsten Schritte. Ich habe heute eine Krankheit, die ist unbesiegbar, aber wenn ich lang genug damit lebe, wird die Medizin den Fortschritt machen, dass meine Krankheit besiegbar ist. Ich sehe, wie mein Vater leidet mit den Zähnen. Bis mir die Zähne ausfallen, wird die Medizin so weit sein, dass es keine Schmerzen mehr macht und so weiter. Man glaubt an den Fortschritt, man glaubt, es gibt jeweils einen nächsten Schritt und dieser nächste Schritt ist auch sinnvoll, meint die Moderne. Institutionell sechstens ist Moderne gekennzeichnet durch Vereinheitlichung auf der einen Seite, Schulwesen, Verwaltung, Eisenbahnschienen, Uhrmeter, Rechtschreibung, was ist so wie Rechtsverkehr, Linksverkehr, bis heute nicht wirklich in der Welt, aber sozusagen im Versuch, Maße, Gewichte, auch bis heute nicht wirklich geklärt, aber die Moderne geht hier die Wege aus. Vereinheitlichung, Sprachenkodifizierung, Dialekte einschleifen, bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung und Spezialisierung. In Fließbandarbeit beispielsweise, wo Charlie Chaplin in Modern Times als Ausdruck der Moderne so macht und am Ende fährt ein Auto vom Fließband und er hat mit dem Produkt nichts mehr zu tun. Oder ein Mediziner sagt zu mir, da hast du weh, ich bin nur für die oberen Wirbel zuständig. Obwohl er Orthopäde ist und Wirbelsäulenspezialist, du musst zum Spezialisten für den unteren Wirbelsäulenbereich gehen. Also nichts Ganzheitliches, sondern Ausdifferenzierung und Spezialisierung. Und dann siebtens und letztens, Moderne ist ein urbanes Phänomen. Urbanisierung ist Ursache und Folge der Modernisierung. Nach Anfangskrisen wird die Alterspyramide gleichförmiger, Kindersterblichkeit geht zurück, bessere Versorgung, höhere durchschnittliche Lebenserwartung. In den Krisen, die ich für Oberösterreich berechnet habe, 80er Jahre des Jahrhunderts vor dem Weltkrieg, des 30 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, ist das Durchschnittsalter zum Teil bei 27 Jahren, weil die Kindersterblichkeit so steigt. Weil in den Städten die längste bekannte Mutterschutzfrist 14 Tage beträgt, weil es keine Kühlschränke gibt und die keine Milch reinbringen kann und so weiter. Und wenn einmal eine Seuche drinnen ist, halt alles hinweggerafft wird. Das bessert sich, aber Moderne ist ein urbanes Phänomen. Die Leute gehen in die Städte. Wien hat am Anfang des 19. Jahrhunderts 200.000 Einwohner und am Ende des 19. Jahrhunderts 2 Millionen. Also eine Verzehnfachung der Ballungsräume. Sie kennen das heute in anderen Teilen der Welt, diesen nachholenden Modernisierungsprozess ja auch beobachten. Okay, wenn man das als Bild, wenn Sie das bereit sind, das als Bild zu akzeptieren, dass die großen Änderungen in der Welt, auch in Österreich, Ungarn, in den Jahren, in Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg waren, dann wissen Sie, dass die Jugend, die 1913, 14 in den Wiener Kaffeehäusern sitzt und diskutiert, dass das andere Menschen sind als die Generation der Väter und Großväter, obwohl sozusagen keine großen Krisen und keine großen Grenzveränderungen, natürlich Annexionskrise, Bosnien-Herzegowina, kann man schon, ist auch nicht so unwichtig, auch nicht für die Medizin und Ähnliches, aber das sei hier nur am Rande vermerkt, dass die eigentlich nicht wirklich wissen,
dass sie in einer ganz anderen Welt leben, als die Welt ihrer Vorfahren war. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sahen Einblick, die Sendung der Medienwerkstatt Linz. Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.medienwerkstatt-linz.at. Dort finden Sie weitere Informationen über unsere Angebote, wie zum Beispiel Radio- und TV-Workshops. Wir danken fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.